Ja, wo bist du? Komm. Hallo. 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 Tag. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf der, jetzt kann man sagen, Baustelle und auch zu einem neuen Video. Ich bin Frank. Ich bin Sally. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Sally. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier drin hat sich mittlerweile schon einiges getan. Es ist immer schwierig, so ein Projekt zu starten, bis man mal wirklich angefangen hat, finde ich. Aber eigentlich war der Anfang okay, oder? Ja, insgesamt lief's gut, bis auf den Tag, den wir komplett für ein Gerüst verschwendet haben, oder? Das war nicht so gut. Ach, kann losgehen. Wir sind gerade auf dem Weg zum Baumarkt ums Eck. Wir kaufen jetzt nämlich ein Gerüst, so ein kleines. Ich glaube, das hat eine Arbeitshöhe von 2,50 Meter, damit wir auch hochkommen. Hier ist kein Gerüst. Baumarkt Nummer 1 hat uns ein bisschen im Stich gelassen. Für alle, die mal ein Gerüst kaufen wollen, wenn da geschrieben wird, Arbeitshöhe 2 Meter, dann wird dabei nicht gedacht, die Arbeitshöhe vom Gerüst, wenn man so draufsteht, sondern wenn man das als Leiter benutzt, richtig schwachsinnig. Heute ist tatsächlich der erste Tag, an dem hier drin was passiert. Ohne Gerüst, aber anyway, wir gucken jetzt einfach mal, wie wir vorankommen und fangen an, die Tapeten von den Wänden zu rupfen. Da ist nämlich eine hässliche Raufaser drauf und die muss natürlich weg. So, geht schon mal gut los mit einem undichten Eimer. Unser Ziel wäre es, dass die Tapete direkt am Stück runtergeht. Deshalb lassen wir es jetzt ein paar Minuten einwirken. Und wir hoffen einfach, dass wir gar nicht erst mit der Spachtel rankommen müssen. Die ersten paar Zentimeter Tapete sind runter, das hat ungefähr 30 Minuten gedauert. Die schlechte Nachricht ist, irgendein Vollhorst hat auch den zweiten bis dato noch ganzen Eimer kaputt gemacht. Und jetzt läuft das hier schon wieder aus. Anstrengender als ich dachte. Es geht schon gut los hier an Tag 1. Gestartet haben wir mit dem Abmachen der Tapeten und irgendwie gefühlt haben wir den ganzen Tag ausprobiert, wie man die am besten abgemacht bekommt. Mal ging's gut, mal ging's schlecht. Meistens ging's schlecht. Ja. Meine Arme gehen nicht mehr hoch, Alter. Gehen nicht mehr. Tut so weh. Den Anfang haben wir ja dann tatsächlich ohne Gerüst gemacht, weil das nicht so gut funktioniert hat. Aber wir haben uns dann auch noch ein 3 Meter hohes Gerüst besorgt und das macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. Ich glaube, Frank liebt es mehr als mich mittlerweile. Das Gerüst? Ja. Schon immer. Ist doch noch voll neu. Sorry. Okay, ich kann es kaum glauben. Wir sind jetzt Gerüstbesitzer. Ich zeige euch mal, was wir schon geschafft haben. Die ganzen Wände hier, das Eck da hinten auch, was gerade so schön von der Sonne beleuchtet wird. Und neulich, Samstagabend, haben wir die Ecke hier auch noch ganz gut hingekriegt.
Man muss vielleicht mal noch dazu sagen, dass wir dank unseres süßen kleinen Sohnes nochmal eine separate Herausforderung haben. Wir sind nämlich Eltern, für die, die es nicht wussten. Und der ist natürlich auch wieder auf der Baustelle mit dabei. Und ich glaube, ihr habt das auch gesehen. Sally hat dem so eine kleine Spielecke gebaut und so weiter. Und daher haben wir versucht, ihm hier hinten so eine kleine Spielecke einzurichten. Aber ich muss sagen, bisher läuft das nur so semi-gut. Er findet natürlich immer alles andere interessanter. Oder er will, dass wir mit in die Spielecke kommen und mit ihm spielen. Also mal sehen, wie das noch so wird. Ich glaube, es bringt einfach nicht so viel, das Kind mit auf die Baustelle zu nehmen. Und der hat auch Bock hier zu sein, aber der schnappt sich natürlich immer nur die gefährlichsten Geräte und Sachen. Und das ist schon echt eine spannende Nummer. Und wenn er da ist, sitzt Sally meistens in der Ecke und guckt Buch an. Richtig, also wirklich zum Arbeiten kommt man da nicht. So, mal wieder ein kleiner Meilenstein. Die große Wand ist jetzt auch von der Tapete befreit und ich bin richtig froh, dass wir das Gerüst gekauft haben, sonst wären wir da nie rangekommen. Das hat sich auf jeden Fall gut gemacht, aber es war auch krass viel Arbeit. Sally, was hat dir am Tapetenrundemachen am meisten Spaß gemacht? Ich fand, es war eigentlich eine ganz meditative Arbeit insgesamt. Bist du traurig, dass die Tapeten jetzt weg sind? Irgendwie schon. Echt? Never. Hey, ich fand das irgendwie echt eine ganz schöne Arbeit. Wenn ihr Tapeten daheim habt, die weg müssen, call Sally. So, als nächstes werden wir jetzt die Fußleisten los. Und das versuche ich jetzt mal hier mit der Schlagbohrmaschine, um zu schauen, wie gut es geht. Ich habe ja das erste Mal mit einem Schlagbohrer gearbeitet, fand das richtig cool, habe richtig Lust, hier ganz viel zu lernen auf der Baustelle und bin gespannt, was da noch so kommt. Gut, dass ihr das alle gehört habt. Sally bekommt jetzt nur noch die großen Maschinen und die roughen Arbeiten. Also Frank ist hier viel zu langsam, daher mache ich das jetzt mal mit dem Schlagbohrer. Mein allererstes Mal, ich habe es noch nie ausprobiert. Einfach draufdrücken. Ja, gib ihm. Ups, ich habe irgendwie zu viel von der Wand mitgenommen, weil ich das Teil zu schräg gehalten habe. Jetzt müssen wir das halt wieder reparieren und jetzt kommt der nächste Versuch. Irgendwie wird mir gerade bewusst, was wir hier für eine riesen Baustelle aufreißen. Jetzt, wo ich hier so den puren Stein vom Haus sehe, wird mir gerade ein bisschen anders irgendwie. Als die Tapeten unten waren, hieß es aber noch nicht, dass die Wände quasi fertig waren, weil von der Rauphase bleibt immer so eine kleine Struktur drauf. Und das mussten wir dann alles abkratzen. Das ging ziemlich schlecht. Da hat Sally das meiste gemacht. Die Böppele weggemacht. Und ich bin dann nochmal über die komplette Fläche und habe da drüber geschliffen. Und das war so eine richtige Arbeit. Also um die Wände von den Kleinigkeiten zu befreien, ist Schleifen mit dem Extenderschleifer richtig cool. Es ist nur eine riesengroße staubige Sauerei und weil Fiete und Sally gerade auch noch da sind, mache ich das lieber mal abends, wenn ich alleine hier bin und ziehe mir vielleicht auch eine Maske auf. Short days, long nights, we be gone to the month. Yeah, they love it, all lies, on me when I put it on. Always, torch lights, gotta keep the evil on. Hold me, hold my, I just feel like we be gone to the month. Also das ist hier wirklich irgendwie kompletter Schrott, weil sobald es irgendwie ein bisschen staubig ist, halten diese Schleifscheiben überhaupt nicht mehr auf dem Schleifer. Oh. Also manchmal muss man echt an sich zweifeln. Jetzt schleife ich hier gerade die andere Seite und denke die ganze Zeit, chillig, jetzt hält es ja hier drauf und ich schleife die ganze Zeit ohne
ohne Schleifpapier. Ich denke mir noch, warum geht das so schwer? Aber egal, weil es hält, aber es ist einfach kein Schleifpapier drauf. Das ist nicht mein Job hier, ey. Also manchmal bringt einfach nichts weiterzumachen. Hier brauche ich unbedingt eine neue Platte, die wieder haftet. Die ist einfach drüber. Ich glaube, spätestens seit ich damit geschliffen habe, geht da gar nichts mehr. Aber ich habe eine Alternative. Dreieckschleifer, runde Schleifpapier und das hält nämlich, wie es halten soll. Und jetzt schleife ich die Wand eben damit. Also das war auf jeden Fall eine viel größere Sauerei, als ich dachte. Ich habe sogar unter die Staubmaske noch die hier gezogen und beschlossen, ich brauche auf jeden Fall noch, oder wir brauchen auf jeden Fall noch richtige Staubmasken, weil das wird nicht das einzige Mal sein, dass es hier so eklig drin ist. Und ich hau jetzt erstmal ab, damit der Staub sich legen kann. Wir haben für die Tapeten ungefähr, ich sag mal, so 3 bis 4 volle Tage gebraucht, inklusive Wandabschleifen. Und ich muss sagen, ich kann jetzt echt keine Tapeten mehr sehen. Sind ja auch alle weg. Hinter den Heizungen waren auch noch Tapeten und damit wir die abkratzen konnten, mussten die Heizungen ab. Dafür kam dann ein Heizungsmonteur, der hat das ganze Wasser hier aus dem Heizkreislauf rausgelassen und hat die uns abgeschlossen. So, ich würde sagen, in dem Zimmer hier machen wir mal die schnelle Variante. Man sieht hier sehr gut, wie super schlecht es hier läuft. Das ganze obere Stück müssen wir mega mühevoll abkratzen und man sieht, da geht nichts. Hier ist jetzt erstmal grob entkernt, es wird aber trotzdem noch einiges rausfliegen, da bin ich mir relativ sicher. Wie geht's weiter, Sally? Das habe ich dich neulich auch schon gefragt. Ja. Was ist jetzt der nächste Schritt? Lass mal ausmessen erstmal, vielleicht vorher. Also ich glaube, wir müssen mal planen noch ein bisschen, weil wir noch nicht so richtig geplant haben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mal Bock habt, den Plan zu sehen, den es momentan gibt. So ein bisschen Plan gibt es ja, wir haben was geplant, aber der Plan ist nicht der... Also grob, wo alles hinkommt halt. Ja, habt ihr Lust drauf? Ihr habt ja auch in das letzte Video schon echt viele Kommentare mit witzigen und guten Ideen geschrieben, was man hier alles reinbauen könnte. Und deswegen die Frage an dich, Sally. Sally, darf ich hier vielleicht doch eine Minirampe reinbauen? Mal sehen. Yes, die Minirampe kommt vielleicht. Mal gucken. So, und abschließend bleibt uns nicht mehr zu sagen als vielen Dank, dass ihr wieder alle mit am Start wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst gerne ein Like für das Video da, so könnt ihr den Kanal und uns ein bisschen unterstützen. Und ein Kanalabo, dann verpasst ihr keine zukünftigen Videos. Und dann sagen wir jetzt mal adios, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Krasser Effekt. Krasser Effekt.